Hallo Leute, hallo Bastler, hallo Weber in nah und fern. Und schon wieder, es geht hier voll auf Fall, ihr werdet mich nicht los. Ich bin schon wieder da, Fallerie und Fallera. Es dreht sich heute um eine Asta. Ein Einsteiger-Mod, wo ich mal behaupte, dass er sehr gut ist und dafür Sorge tragen kann, dass man von der Zigarette loskommt. Aber aufgrund mangelhafter Kenntnisse der Zugtechnik kommt es natürlich oft sehr vor, dass man Heuwegelchen seine Box selber killt. Und die Asta hier macht unheimliche Sperenzkes, macht alles Mögliche, nur nicht das, was es soll. Und ich habe den vagen Verdacht, dass diese Asta aufgrund mangelnder Zugtechnik, naja, ich will damit Leute nur wachrütteln, ja. Wenn ein Verdampfer sifft, wird der siffende Verdampfer zum Boxenkiller. Kann man nicht oft genug sagen, ne? Ob große Geräte, ob kleine Geräte, ob Geräte mit fest verbauten Akku, mit einem Akku, mit zwei Akku, mit einem dicken Akku, mit einem kleinen Akku, egal wie auch immer. Ja, eine siffende Kiste oben drauf, ein Atomizer, zerstört jede Elektronik. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel eine mechanische Box zerstört werden kann. Da wird schwierig, weil da keine Elektronik drin ist. So, wir schalten mal ganz schnell um auf den Tisch. Ihr seht hier eine Asta, wo der USB also ziemlich versauigelt ist, wo mit Sicherheit wieder ein Handylader drauf gesteckt hat. Des Weiteren, schaut mal auf den Taster. So, Liquid ist weg, das heißt die ganze Platine bis da unten und auch hier seht ihr, der Taster schwimmt. Der schwimmt voller Liquid. So, wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr auch, ne? Da seht ihr überall, wo das da sifft. Es sieht auch so aus, als wenn der Eingangskreis kaputt ist, dass es da gerumst hat. Seht ihr? Da, dass der Chip da einen Sprung in die Schüssel hat. Da mich das aber jetzt interessiert, ob der jetzt einen Sprung hat oder nicht, mache ich die jetzt erstmal sauber mit Isopropanol
Und dann schaue ich noch einmal, ob ich die Möglichkeit habe, da was rauszukitzeln, obwohl ich mal vermute, dass die Asta Schrott ist. Aber schauen wir mal. So, ich habe jetzt also alles abgewaschen mit Isopropanol. Das hier vorne am Jeep, das war nur eine Brücke aus Staub, Dreck, Liquid, total verklebt. Was also hier vorne, da hier sitzt ja der Spannungstaler am IC, um den richtigen Widerstandswert oben am 510er zu messen. So, und ihr seht, ich habe also jetzt da kein Atomizer drauf und er zeigt hier schon an 0,08 Ohm, was also nicht sein darf. Wenn ich jetzt auf die Power-Taste drücke, müsste hier die Asta anzeigen, No Atomizer. So, und was zeigt sie an? Atomizer Low. Also zu tief. Jetzt werde ich mal meine Messbrücke rausholen und werde die dort draufsetzen. So, wie ihr sehen könnt, hier ist meine Messbrücke. Ich habe hier oben jetzt also 1 Ohm auf den 510er geschraubt. Und jetzt da wird jetzt noch immer noch angezeigt 0,8 Ohm. Ich fahre aber näher, damit ihr das seht. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich war noch ein bisschen zu weit. So. Noch ein bisschen mehr rüber. So, ups. So. 0,8 wie gerade. Jetzt ist halt ein bisschen dumm hier. So, und jetzt drücke ich die Power-Taste. Und was sagt er? Null, immer noch Atomizer Low. Warum sagt er jetzt, obwohl hier oben, ups, ja, warum sagt er jetzt hier immer noch 0,08 Ohm, obwohl hier ein Widerstand draufgesetzt ist von 1 Ohm. So, jetzt, selbst wenn ich jetzt ein 1,8er hier dran schließe, dürfte sich gleich jetzt nicht viel ändern. Er sagt immer noch dasselbe 0,08 Ohm. Das heißt jetzt, der oder die Asta misst den noch nicht mal. Weil laut Ohmsche Gesetz, ja, bei einer Parallelschaltung von ungleichen Widerständen, weil der Widerstand, der hier jetzt in dem Kreis gemessen wird, liegt parallel dem Widerstand, der oben aufgeschraubt ist. Und dadurch ermittelt hier dieser kleine Jeep, der hier drauf war, der ja einen kurzen bekommen hat, ermittelt er den Wert, der hier oben drauf geschraubt wird. Das heißt, da der Wert jetzt, der hier aufgeschraubt wird, aufgrund dessen, dass hier ein Fehler sitzt, nämlich der Chip ein, auf Deutsch gesagt, vor den Arsch bekommen hat, ist der Wert kleiner als die 1,8 Ohm, die ich da oben drin habe, und vermute noch kleiner als diese 0,08, die er aber, wie gesagt, nicht vernünftig messen kann, weil der kaputt ist. Somit heißt das ganz klipp und klar,
ja, dass der Besitzer dieser Aster noch viel mehr Spaß an seiner Aster hätte haben können, wenn er vernünftig gedampft hätte und hätte die Platine nicht unter Liquid gesetzt. Das heißt jetzt auf Deutsch, die Aster ist Schrott. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen werde, ja, dass ich das jetzt einfach provisorisch wieder zusammensetze. Dann kommt die in meine Bastelkiste, falls jemand kommt, der eine Aster hat und ein Gehäuse braucht, weil sein Gehäuse vom Markt ist, hässlich aussieht, dann kann man sagen, weißt du was, ich habe hier noch eine, die kannst du gerne haben. Und dann kann man sich das dann so weit noch nutzen, dass man das nicht unbedingt wegschmeißen muss. Oh, jetzt liegt aber das Kabel hier so doof. Ah ja. So, ganz einfach. Da drehe ich auch keine Schrauben mehr rein, weil das wäre alles schwachsinnig und rausgeschmissene Zeit. Exodus! So kann es einem ergehen, wenn man nicht drauf hört, was einem Weber erzählen, die mehr Ahnung haben. Ne? Das A und O ist darauf achten, dass man keinen siffenden Atomizer hat, darauf zu achten, dass man vernünftige Akkus betreibt in seinem Mod, ne, so wie hier in der Spruzer von Asmodus. Und dass man immer, wenn man auch unterwegs ist, ein Taschentuch in der Tasche haben sollte, falls mal doch aus irgendeinem Grund auch beim Fieden mal ein wenig überfiedet, dass man ganz schnell das Liquid wegwischt, damit es nicht reinläuft. Wenn man natürlich einen siffenden Atomizer hat und das immer sieht, da so ein bisschen feucht, na jo, und lässt das so und ändert nichts, dann geht's in die Hose. Also, bleibt mir nur eins zu sagen. Hört auf meine Worte, nehmt sie euch zu Herzen. Möge der Dampf weiterhin mit euch sein. Tschüss, bye bye. Winke, winke, sagt eure Diane, die Smokewolke, und tschüssi, bis dann und weg.